Guten Morgen. Eine Gruppenvergewaltigung ist eine richtig üble Sache. Sollte man zumindest meinen. In der bundesdeutschen Clowns-Realität, in der wir mittlerweile leben, scheinen die Meinungen bezüglich der Schwere dieses Verbrechens ein wenig auseinanderzugehen. Ein Fall aus Hamburg, der macht ja jetzt Schlagzeilen. Da muss von 9 verurteilten Gruppenvergewaltigern nur einer ins Gefängnis für 2 Jahre und 9 Monate. Alle anderen kommen mit Bewährung davon. Für Gruppenvergewaltigung. Tja, das ist schon erstaunlich. Auch wenn die Täter unter 21 Jahre alt und ja, damit unter das Jugendstrafrecht fallen. Trotzdem, ich meine, wir reden von Gruppenvergewaltigung. Und das Opfer war eine 15 Jahre alte Schülerin. 15. Ich denke, zu den Tätern braucht man wohl nichts weiter zu sagen. Man kann es sich denken und man liegt damit richtig. Ja. Sowohl das Verbrechen als auch das Urteil sprechen diesbezüglich eine eindeutige Sprache. Und die Bevölkerung hat ja gelernt, diese Sprache zu verstehen. Wenn die Schuldigen dann auch noch laufen gelassen werden, spätestens dann weiß man es mit Sicherheit, ja, dass man mal wieder recht hatte mit diesem ersten Gedanken, der einem dabei gleich in den Kopf schießt. Und ja, genau so ist es. Vielleicht ein kleines Gedankenexperiment dazu. Ne? Es mag unappetitlich daherkommen, aber es ist notwendig. Ja, es muss sein. Stellen wir uns doch einfach mal vor, 9 deutsche Jugendliche vergewaltigen eine 15-Jährige im Park, klauen ihr dabei auch noch das Smartphone und das Portemonnaie. Was hier los wäre? Ne? Die Schlagzeilen, das Entsetzen, Demonstrationen würde es deswegen geben. Ja, Wutausbrüche in den Talkshows, Feministinnen in auf den Barrikaden, ja, wahrscheinlich brennende Barrikaden. Debatten würde es geben im Bundestag und kein Gericht dieser Welt würde diese Täter freilaufen lassen. Keins. Die würden gnadenlos verknackt und wie ich anmerken möchte, auch vollkommen zu Recht, wir reden hier von Gruppenvergewaltigung. Aber seltsamerweise ist es bei Migranten einfach anders. Ja? Und das ist Unrecht, was da geschieht. Unrecht ist es. Um dieses himmelschreiende Unrecht dreht sich auch der ganze Unmut. Nicht im Fernsehen oder in den Zeitungen, um Gottes Willen, nein, na, da ist Schweigen im Walde. Aber online, im Internet, in den sozialen Medien, also dort, wo der Pöbel seine Stimme erheben kann, da wünscht man der Vorsitzenden Richterin jetzt die Pest an den Hals. Und ich kann die Leute auch gut verstehen, die sind sauer, die sind stinksauer. So etwas geschieht ja auch nicht zum ersten Mal, ganz im Gegenteil. Es gibt da ein gewisses Muster, sich wiederholende Fälle mit enormer Sprengkraft, und dann immer wieder völlig unverständliche Urteile. Wieder und wieder und wieder. Und immer sind es schwer oder schwerstkriminelle Migranten und dann eine Justiz, die sie einfach gewähren lässt. Das ist doch die Tatsache. Man lässt diese Leute einfach gewähren. Eine ansonsten aber gnadenlose Justiz. Ja, wehe, sie lassen sich auch nur die kleinste Lappalie zu Schulden kommen. Da kennt die dann kein Pardon. Tja, in den Medien, da beklagt man jetzt Hetze. Ja, Hetze gegen besagte Richterin, da wird gehetzt. Online, da gäbe es Leute, die dieser Frau sogar eine Vergewaltigung wünschen. Ich will mich dem ausdrücklich nicht anschließen, aber Tatsache ist auch, ich kann das schon nachvollziehen. Die Aufgabe dieser gut bezahlten Frau, die wäre es, ja, Vergewaltiger hinter Schloss und Riegel zu bringen, ja, und nicht sie vermeintlich im Namen des Volkes wieder laufen zu lassen. Nicht jedes Urteil muss dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen, das weiß ich. Ja, und das macht auch Sinn. In diesem Fall aber reden wir von einer Gruppenvergewaltigung. Wie viel schlimmer kann es denn noch werden? Resozialisierung, ja, ich meine, ja. Aber wann ist der Rubikon denn mal überschritten? Es gibt auch noch so etwas wie den Schutz der Allgemeinheit. Es gibt nicht nur die Täter und es gibt nicht nur deren Resozialisierung. Ja. Bewährung für eine Gruppenvergewaltigung. Wirklich, dieses Land, das kann man niemandem mehr erklären. Ne? Es ist unmöglich geworden. Es ist so weit jenseits von Sinn und Verstand.
Gruppenvergewaltigung, Bewährung. Ja. Auch das sind Auflösungserscheinungen. Ja. Wenn der Gewaltmonopolist, der ja größten Wert auf dieses Monopol legt, ja, wir, sie haben auch nur das falsche Pfefferspray in der Tasche, das dürfen sie nicht. Ja. Ja, wenn dieser Gewaltmonopolist nicht einmal mehr die Fassade seines Schutzversprechens aufrechtzuerhalten bereit ist, ja, das sind Auflösungserscheinungen. Ja. Weil es dann ja nicht mehr um den Schutz der Bevölkerung geht, dann geht es nur noch um diese ideologischen Hirngespinste. Ne? Der Schutz der Bürger wird egal. Nur der Gehorsam der Bürger ist dann noch wichtig. Und dieser Gehorsam, der wird ja auch mit aller Härte des Rechtsstaates erzwungen. Ne? Der wird durchgesetzt. Ja. Selbst bei kleinsten Vergehen. Während die migrantischen Vergewaltiger frei unter uns wandeln. Bis zum nächsten Mal.